Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen, bienvenue zu einer neuen Episode von mir. Ich bin wieder zurück von Sri Lanka und da ich heute nicht so viel zu tun hatte, ich habe mir gedacht, okay, ich drehe ein Video für euch. So, let's talk about Sri Lanka, Coronavirus und was ich dort alles erlebt habe. So ihr Lieben, heute werde ich euch so ein bisschen über Sri Lanka erzählen, was da alles so passiert ist und wie die halt die mit dem Coronavirus umgegangen sind. Also, das ist erstmal die Landkarte von Sri Lanka. Ich weiß nicht, ich hoffe, ich konnte das richtig gut sehen. Ich bin hier angekommen. Hier ist der Flughafen. Das ist Colombo. Das ist Kalutara. Also das ist praktisch dann von hier war es bis Kalutara 85 Kilometer. Das war so um die eine Stunde entfernt vom Flughafen. Hier war mein Hotel. Das war genau am Strand von Kalutara. Das ist auch an der Westküste gelegen. Also Kalutara liegt an der Westküste von Sri Lanka. So, von da aus wollte ich viele Sachen halt besuchen gehen. Unter anderem war ich bei Udavalawe. Das ist Udavalawe. Ein Nationalpark ist das. Und da habe ich viele Affen besucht, Elefanten, Krokodile, Buffalos. Also das war recht schön, der Park. Und ich wollte auch zur Botanische Garten gehen, Candy gehen, Pinavella gehen. Seht ihr? Aber leider Gottes, wegen der Coronavirus war alles geschlossen. Aber ich hatte noch Glück gehabt, dass ich noch zu dem Nationalpark gehen konnte. Aber vielleicht demnächst, wenn ich nochmal das Glück habe, nach Sri Lanka zu fahren, dann werde ich auf jeden Fall die anderen Sachen nochmals besuchen. Im nächsten Film werde ich euch auf jeden Fall zeigen, wie der Nationalpark ausgesehen hat. Also viele Leute kommen hier in Sri Lanka für Surfen. Hier ist Surfen, ist auch sehr bekannt und sehr berühmt in Sri Lanka für diejenigen, die einfach surfen kommen möchten. Und in Sri Lanka gibt es auch ganz schöne Tempel, das man besuchen kann, vor allem der Zahntempel. Der Zahntempel ist in Kandy, das ist auch sehr, sehr bekannt. Zahntempel, es ist in Kandy. Leider konnte ich dort auch nicht gehen, da es alles zu war. Aber ich war zu einem ganz kleinen Buddha gegangen und ich werde auch demnächst die Videos hochladen. Da werdet ihr sehen, das war ganz klein und da konnte ich halt dort gehen und die Buddhas sehen. So Leute, nach meiner Reise von Sri Lanka wollte ich eigentlich nach Dubai fliegen. Da habe ich auch halt eine Woche gebucht in Dubai. Aber leider Gottes, was ist mir passiert? Ich habe an dem Tag Checkout gemacht in meinem Hotel und ganz früh am Morgen aufgestanden. Ich bin glücklich und zufrieden zum Flughafen gefahren. Ich war am Check-in und bei Emirates. Und da meinten sie, nein, sie dürfen keine Check-in machen. Oh mein Gott. Ich meinte aber, wieso denn nicht? Wieso kann ich jetzt kein Check-in machen? Die meinte, nee, also sie bleiben jetzt eine Woche dort. Kein Wenn und Aber, es geht einfach nicht. Ich habe geheult, ich habe gebetet, ich habe gesagt, bitte, bitte lass mich einfach nach Dubai fliegen. Nein,
Dubai hat die Grenzen zu, hat alles zu. Sie dürfen nur 24 Stunden maximal in Transit bleiben. Ansonsten, sie können gar nicht rauskommen. Ich war, Leute, so sauer. Ich war so sauer. Ihr könnt mir gar nicht glauben. In dem Zeitpunkt, ich wusste einfach nicht, was ich machen muss. Ich habe mein Hotel abgegeben. Ich wurde halt mit dem Taxi dann zum Flughafen gebracht. Ich durfte kein Check-in machen. Und ja, da meinte die einfach die Frau, ja, gehen Sie einfach umbuchen. Sie können einfach jetzt den Flug umbuchen und dann wieder halt zu mir kommen. Ich wusste auch jetzt nicht, wie ich das jetzt machen muss. Wie geht das denn jetzt? Aber auf jeden Fall, dann, das hat lange gedauert. Das hat sehr lange gedauert. Ich war von 6 Uhr morgens am Flughafen bis die Nachmittagsstunden. Und dann habe ich mit Emirates telefoniert. Und die haben das, Gott sei Dank, die waren total lieb, die haben das dann für mich umgebucht, für ein paar Tage später. Und da haben die mir auch gesagt am Flughafen, ich muss mich beeilen, weil bis 18 Uhr macht Colombo hier alles zu. Da können sie einfach nicht mehr hier rauskommen, da müssen sie hier am Flughafen schlafen. Und da meinte ich, oh Gott, was ist denn jetzt los? Da habe ich mir sofort ein Taxi geholt und ich habe gesagt, einfach zu einem 4-5-Sterne-Hotel bitte. Was haben die gemacht? Die haben mich erstmal zu einem, keine Ahnung, zu einem 1-Sterne-Hotel gebracht. Die haben mich dann zu einem Budget-Hotel gebracht. Oh Gott, ich meinte, nee, also das ist nicht, was ich da halt mir vorstellen kann. Nehmen Sie mich mit zu einem 4-Sterne-Hotel, mindestens ein 4-Sterne. Dann sind die dann wieder weitergefahren und sie haben mich dann zu einem Hotel gebracht. Das war, ich glaube, das war noch nicht mal 2 Sterne, Leute. Das war katastrophal, was ich dort alles erlebt habe. Erstmals, da war es fast nichts zum Essen. Kein Mittagessen, kein Abendessen. Ich wollte halt dort auch was bestellen. Ich habe abends was bestellt, nur ein bisschen Reis mit Hühnchen und Salat. Das hat, Leute, 3 Stunden gedauert. Das könnt ihr mir bestimmt gar nicht glauben oder abkaufen. Aber glaubt mir, in diesem Hotel gab es gar nichts. Und zum Frühstück, die haben 3 Stunden wieder gebraucht, um nur ein Spiegeleier für mich zu bringen, ein Joghurt und ein Melonensaft. Wo bin ich denn überhaupt hier gelandet? Ich wollte auch so schnell wie möglich von diesem Hotel rausgehen, aber leider in Colombo war alles zu, war wirklich alles zu. Das heißt, man musste nur mit Erlaubnis von der Polizei auf die Straße kommen. Ansonsten musste man Bußgeld bezahlen und keiner hatte sich getraut, auf die Straße zu kommen. Ich habe auch versucht, halt Taxis anzurufen. Die meinte, nee, wir können wirklich sie jetzt nicht nach, keine Ahnung, von X nach Y zu bringen. Das geht gar nicht. Man braucht ein Erlaubnis. Gut, dann habe ich eine Nacht dort verbracht. Leute, was ich dort erlebt habe, das ist nicht alle Male. Ich bin halt in dem Lobby so halt ein bisschen gegen Abend, so spät am Abend, ein bisschen so spazieren gegangen. Weißt du, was ich dort gesehen habe? Ich habe Schlange gesehen. Ich dachte, ich träume. Oh Gott, ich habe dort geschrien. Ich habe eine Schlange gesehen. In einem so ganz kleinen Fluss war das. Da habe ich im Hotel eine Schlange gesehen. So groß war das, glaube ich. Keine Ahnung. Da habe ich so geschrien. Oh Gott, ich habe so viel geschrien. Ich glaube, der Dach wollte runterkommen vom Hotel. Und auf jeden Fall wollte ich morgen rausgehen aus diesem Hotel. Leider muss ich nochmals einen Tag im Hotel bleiben. Noch einen Tag. Am nächsten Morgen habe ich dann versucht, jeden zu erreichen. Ob mein Veranstalter oder mein Airlines, dass sie mich hier rausholen. Aber die haben immer gesagt, ja, seien Sie bitte mutig. Doch ein bisschen Kraft. In ein paar Tage. Ich habe gesagt, oh mein Gott, ich kann doch nicht ein paar Tage hier bleiben. Das kann doch nicht wahr sein. Hier ist die Hölle. Das ist einfach, ich habe das noch nie sowas in meinem Leben erlebt. Aber wisst ihr, was ich dann gemacht habe, Leute? Ich habe selber dann alle Taxis von Colombo angerufen. Ich glaube, die alle Taxis kennen mich jetzt von dort. Und ich habe alle Taxis angerufen. Ich habe gebetet. Ich habe geheult. Ich habe gesagt, bitte, holt
Rett mich bitte von diesem Hotel raus. Das ist doch kein Hotel. Ich weiß nicht, was das hier ist. Ist das ein Dschungel hier? Auf jeden Fall ein Taxi. Der hat mich dann kontaktiert. Der hat gesagt, okay, ich muss ein Zeugnis holen bei der Polizei. Und das kostet auch viel Geld. Und geduldigen Sie sich bitte. Vielleicht schaffe ich es noch heute, Sie rauszuholen. So am Nachmittag und dann bin ich dann halt zu dem Rezeption gegangen und ich habe gesagt, ja, ich bin durstig, haben Sie was zum Trinken? Die meinte, ach nee, so ein bisschen abwarten und dann, ich meinte, ja, wie abwarten? Ich bin 2 Stunden am Verdursten, aber sie haben hier gar nichts hier. Dann am Nachmittag kam so ein Taxifahrer so rein und dann kam sie dann direkt dann zu mir in meinem Hotel und dann hat er gesagt, ja, ich bin da, um sie mitzunehmen zu einem anderen Hotel, das sie halt reserviert haben. Ich so, was? Das kann doch nicht wahr sein. Stimmt? Sind sie wirklich da? Ich meinte, haben sie jetzt wirklich das Zeugnis? Nicht, dass ich jetzt hier auf der Straße dann hier aufgehalten werde oder Bußgeld bezahlen muss. Der meinte, nee, nee, seien Sie unbesorgt. Ich habe wirklich das Zeugnis und packen Sie ein und Sie können dann von hier fliehen. Leute, ich habe in 10 Minuten gepackt. Ich weiß einfach nicht, wie ich gepackt habe. Ich habe in 10 Minuten einfach meine Klamotten in meinen Koffer reingetan und wollte einfach raus aus diesem Hotel, wirklich raus. Und da waren wir direkt Richtung Colombo. Das war so um die, hat der Taxifahrer mir gesagt, ich glaube, dass der hat mir, genau, 40 Minuten. 40 Minuten. Und der hat mir auch am Telefon gesagt, das wird richtig teuer kosten. Hauptsache, ich komme von diesem Hotel hier raus. Ja, und auf dem Weg, das war so ein paar Minuten von dem Hotel entfernt, so, da waren die Bullen da und die haben uns sofort aufgehalten. Wo möchtet ihr hinfahren? Die Straße war sowieso totstill. Und dann hat der Fahrer sein Zeugnis gezeigt. Die haben mein Passwort kontrolliert. Leider habe ich keine Filmaufnahme gemacht, weil ich war total am Zittern. Ich hoffe, dass es alles dann gut ging. Deshalb war ich dann halt nicht imstande, halt Leute für euch zu filmen. Aber die Strecke, da habe ich wirklich Colombo wirklich nicht so erlebt. Die Strecke war so leer. Das war so leer. Und der Autofahrer hat auch so um die, ich glaube 50 Kilometer die Stunde ist der gefahren. Oder noch 40 Kilometer, keine Ahnung. Der ist so langsam gefahren. Und ich glaube, der hat auch so Angst gehabt, keine Ahnung, dass er von der Bullen dann erwischt wird. Ja, und ihr Lieben, nach 40 Minuten, nach so viel Aufenthalt auf der Straße, wir wurden dann 3 bis 4 Mal aufgehalten und nach 40 Minuten bin ich an meinem Ziel angekommen. Das Hotel war super schön. Ich wurde gerettet von diesem Mann. So, ihr Lieben, hier seht ihr mein Room. Ich habe ein Deluxe-Room reserviert. Das ist mein Badezimmer. So, ist mit Glas, mein Doppelbett und wir gehen jetzt gleich auf die Terrasse zu. Ihr seht direkt das Meer. Ja, ihr Lieben, eigentlich wollte ich von Kalutara direkt habe ich Dubai gebucht. Ich kam im Flughafen an, durfte ich nicht einchecken. Das war ein Horror für mich. Ich dachte, ich träume. Ich habe alles versucht, nach Dubai zu kommen. Die meinten, nee, das geht nicht. Dubai hat alles gesperrt. Sie dürfen nicht rausgehen. Sie dürfen nur in Transit bleiben. Und dann musste ich wieder vom Einchecken wieder rauskommen. Wieder meine neue Flüge halt buchen, ein Hotel suchen. Das war eine Geschichte. Und ab dem Freitag, ab 18 Uhr, war also eine Sperre in Colombo. Das heißt, niemand mehr dürfte aus den Wohnungen rauskommen. Kein Auto durfte Auto fahren. Also es war alles hier eine Sperre angesagt und Alarmstufe hoch 3. Auf jeden Fall bin ich jetzt im Colombo Hotel. Das kann ich euch auch jedem empfehlen. Wenn ihr hier kommen könnt,
Aber das Hotel ist so gut wie leer, Leute. Es sind nur halt ein paar Pärchen hier. Ich bin jetzt auf dem 10. Stock. Das Ganze hier ist. Das ist so gut wie leer. Das Pool ist leer. Ich habe ein Zimmer bekommen, direkt vor dem Meer. Und ihr wisst jetzt gar nicht, was danach passiert ist. So, nach ein paar Tagen habe ich dann eine Benachrichtigung bekommen von Emirates. Hallo, wir fliegen nicht mehr nach Deutschland. Ich dachte, hä? Was ist denn jetzt passiert? Die fliegen gar nicht mehr, oder wie? Ja, mein Flug war storniert. Nach ein paar Tagen war mein Flug storniert von Emirates. Die meinten, wir fliegen nicht mehr. Leute, ich dachte, ich werde verrückt. Ich dachte, ich bleibe jetzt für immer in Colombo. Okay, was soll's, aber ich wollte irgendwann mal jetzt nach Hause kommen. Ich habe gesagt, also komm, mit Emirates, vergiss das. Dann habe ich dann versucht, mit Omran Air nach Hause zu fliegen. Leute, einen Tag vor meinem Abflug habe ich eine E-Mail bekommen, ihr Platz ist noch nicht gebucht worden. Da meinte ich, hey, ist es jetzt gebucht oder nicht? Ich habe das doch bezahlt. Die haben doch den Betrag abgebucht von meiner Kreditkarte. Wie ist das jetzt zu verstehen? Ja, ja, das war's dann auch. Dann habe ich dann immer wieder E-Mails geschrieben, angerufen, keine Antwort. Dann habe ich wieder eine E-Mail bekommen. Ihre Reservierung ist in der Bearbeitung. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben, live aus Colombo. Heute ist der letzte Tag, hoffe ich zumindest. Morgen fliegt mein Flieger, weil alle Flieger hier sind gecancelt worden wegen Coronavirus. Ich freue mich sehr, ich hoffe, dass ich morgen fliegen kann. Und später einfach. Und hier sind die Straßen fast alle leer. Man kann nur mit Erlaubnis hier rauskommen. Und ja, das ist jetzt mein Frühstück. Ich habe ein Baba Ghajou geholt mit Ladenbrot, Gebäcke, so ein paar Rosinen und Pflaumen und Kaschmir und Gouda Käse. Also ihr Lieben, drückt mir die Daumen für morgen, dass es richtig klappen wird, dass ich fliegen kann. Ganz liebe Grüße! Dann bin ich dann wieder halt um 4 Uhr morgens aufgestanden. Da habe ich dann den Flug gehabt nach Hause. Ihr Lieben, ich kam wieder am Flughafen an bei Omran Air. Als ich dann an der Reihe war, dann meinte die Frau, ihr Name steht gar nicht in den Fluggästen drinnen. Ich habe doch aber bezahlt. Die meinte, nee, das ist gar nicht bestätigt worden. Ich meinte aber, das wurde auch von meiner Kreditkarte abgebucht. Das habe ich auch schwarz auf weiß am Flughafen alles gezeigt. Die meinte, nee, sie dürfen wirklich nicht rein. Und die waren total lieb. Die meinten, checken Sie mit uns die ganzen Namen. Vielleicht finden Sie noch Ihren Namen in der Check-in-Liste. Bei den Fluggästen. Mein Name war nicht drin, Leute. Ich habe so einen Föhn bekommen. Ich dachte, ich sterbe. Ich werde verrückt. Ich komme immer noch nicht rein. Ich habe gesagt, ich bezahle das Doppelte, das Dreifache. Lassen Sie mich bitte reingehen. Die meinte, die ganzen Plätze sind gebucht. Sie können gar nicht reingehen. Wer hat das Ihnen diese Ticket verkauft? Das ist Quatsch. Super. Ich habe gesagt, okay, dann mit Qatar Airways. Die haben dann mit Qatar Airways gefragt, die Flüge waren ausgebucht. Also Oman Air war ausgebucht, Qatar Air war ausgebucht. Da meinte ich, bitte, das ist jetzt das dritte Mal, ich kann nicht nochmal wieder zurückgehen. Was soll ich denn jetzt mitmachen mit meinem ganzen Gepäck? Ich dachte, ich kann doch jetzt nicht jedes Mal hier packen und auspacken. Und dann haben wir mit Swiss Airlines gesprochen. Dann ist der Herr zu mir gekommen, der meinte, okay, wir haben noch Plätze frei, Sie können mit uns fahren. Leute, ich habe richtig teuer bezahlt. Ich habe sehr, sehr teuer bezahlt. Nur von Colombo nach Zürich. Und nicht nach Deutschland, nur nach Zürich, ihr Lieben. Thank you.
Nichtsdestotrotz bin ich jetzt zu Hause, Gott sei Dank. Ich habe euch auch das Ganze gefilmt, wie der Flughafen von Zürich total leer war. Und von da mir ein Mietwagen geholt. Abgesehen davon, ich konnte jetzt nicht direkt von Zürich nach Deutschland fahren, weil ich war sehr, sehr kaputt. Da habe ich mir gedacht, okay, ich reserviere mir für heute Abend ein Hotel und am Morgen bin ich dann losgefahren. Hallo ihr Lieben und willkommen zurück. Ich bin jetzt in Zürich angekommen. Ich bin heute kaputt und K.O. Der Flughafen von Zürich aus so leer. So ihr Lieben, seht ihr hier den Flughafen von Zürich an? Hier auf der linken Seite Starbucks Café, auf der rechten Seite Rituals. Alles ist leer. Das ist wirklich der Wahnsinn. Also sowas habe ich noch nie in meinem Leben erlebt. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Also gestern Abend bin ich vom Colombo in Zürich angekommen, aber da ich total kaputt und müde war, habe ich mir für heute ein Hotel gebucht und habe ich mir auch ein Auto gemietet und jetzt bin ich startbereit nach Köln zu fahren. Also einerseits bin ich froh, dass ich wieder in Europa bin. Andererseits ist es ja so kalt. Ihr seht, ich habe wieder meine Winterjacke an und Pulli und ach, dort konnte ich mich so frei begeben und ach Gott, ist ja so kalt. Es ist so, glaube ich, habe gerade es gefragt am Rezeption, dass sie meinte so 13 Grad. Meine Güte, von 30 Grad bin ich auf 13 Grad runtergekommen. Mit diesem Temperaturunterschied muss ich jetzt richtig aufpassen, dass ich nicht krank werde. Weil mein Körper ist sehr empfindlich, sehr schwach. Die Sonne scheint, aber es ist verdammt kalt. Es ist nicht Colombo. Hier in Zürich, also alle Geschäfte sind zu. Ich wollte gestern mir noch was holen vom Restaurant. Nirgendwo, ihr Lieben, hatte aufgehabt. Nirgendwo. Mir hatte ich so ein bisschen Banane dabei gehabt und so ein bisschen Gummibärchen. Ich konnte nirgendwo etwas bestellen. Kein Restaurant war auf. Es ist echt schrecklich. Also es erinnert mich, keine Ahnung, an Hitlers Zeit oder sowas. Ich habe noch nie sowas gesehen. Oder vielleicht an Weihnachten. An Weihnachten sind auch noch die Restaurants noch auf. Aber so, also das Land ist stillgelegen, so kann ich euch sagen. Also, ich kann meine Kamera leider nicht anlassen, da ist dann halt ein bisschen problematisch. Ist auf dem Weg weiß ich, dass es dann auch viele Polizisten sind. Und gestern hat mich auch eine Bulle mich erwischt. Und was ich jetzt auf der Straße mache. Und gestern Abend, als ich jetzt zu meinem Hotel fahren wollte, ist der Polizeiwagen halt, ist dann von meinem Wagen gekommen, hat meinen Wagen gestoppt und meinte anhalten. Und die meinte zu mir, was machen Sie hier? Sie müssen zu Hause sein. Was machen Sie auf der Straße? Sie dürfen nicht auf der Straße sein. Da meinte ich, hallo, ich bin jetzt von Colombo nach Zürich gekommen. Da hat er so viele Fragen gestellt, wieso nach Zürich? Meinte, ja, meine ganzen Flüge sind gecancelt worden. Ich konnte nicht anders. Und ich muss heute übernachten, da ich einfach zu müde bin und zu fahren. Und das ist jetzt mein Hotel. Ich habe ein Hotel gebucht und das ist mein Mietwagen. Und morgen fahre ich dann nach Hause. Also so streng sind jetzt alle momentan. Die hat mein Passport alles gesehen, mein Tickets gesehen. Und dann war der auch überzeugt, hat er mich auch dann gehen lassen. Also deshalb kann ich euch jetzt diese Route gar nicht mehr filmen, weil ich weiß, wie gesagt, es sind ganz viele Bullen auf der Straße. Und also, es ist 8.55 Uhr und ich bin startbereit an Bord und ich fahre nach Deutschland. Ihr hört von mir, wenn ich wieder zu Hause bin, ihr Lieben. Ein ganz dicken Kuss von Zürich nach Deutschland. Bye, bye. So, ihr Lieben, das war schon meine Reise nach Sri Lanka. Das, was ich dort alles erlebt habe.
Das war wirklich eine schöne Reise und eine abenteuerliche Reise. Also die Reise war voll mit Abenteuer, was ich dort alles erlebt habe, das werde ich lebenslang nicht vergessen. Und in Sri Lanka muss ich also ehrlich sagen, die Menschen sind sehr diszipliniert. Die Einheimischen sind sowas von lieb, sowas von nett. Also man sieht das wirklich nicht alle Tage. Sie sind richtig behilflich, sie sind sehr nett, aber auch hochdiszipliniert. Also die sind wirklich sehr, sehr diszipliniert. Als ich gesehen habe, dass die Straßen zu waren, keiner hat sich getraut, auf die Straße zu kommen. Also ich habe mich schon getraut. Ich wollte schon auf die Straße kommen und selber halt ein Hotel suchen für mich. Aber die haben mal gesagt, nein, sie dürfen hier nicht rausgehen. Nein, das ist verboten. Nein, sie bekommen Bußgeld. Sie kommen dann ins Gefängnis. Und apropos Gefängnis, ich habe auch mitbekommen, dass viele Touristen halt auch im Gefängnis gelandet sind. Also die sind sehr, sehr diszipliniert. Und aber im Allgemeinen muss ich sagen, das war extrem schön und aber das Abenteuer werde ich nie vergessen. So, ihr Lieben, schaut mal, das habe ich, diesen Elefanten habe ich jetzt von Sri Lanka geholt. Seht mal, wie schön das ist. Das hat mir richtig gut gefallen, ja, für eine Dekoration. Habe ich mir das hier geholt. Da muss ein Elefanten mir auch noch geholt. Am Bord der Maschine gekauft. Das ist Nyx. Kennt ihr bestimmt. Das ist ein Öl für Körper, Gesicht und Haare. Und das ist dann halt hundertprozentig pflanzlich. Ich werde das dann für euch testen und sagen, wie das ist. Sieht das aus? So sieht die Flasche aus. Sieht echt schön aus. Das ist einmal Shiseido Mascara von Shiseido. Ihr Lieben, das ist richtig blau. Dunkelblau ist das. Seht ihr? Sehr schöner Blau. Von Shiseido ein Gel-Lipstick. Die Nummer 217 ist das. Shiseido, das ist Gel-Lipstick. So sieht die Farbe aus. Seht ihr? Von Spray Hydration von Dior. Hydration Fresh Water von Dior. Das habe ich mir also am Flughafen geholt. Das ist eine Ginger Ayurveda Teeinfusion von Ceylon. Also Ceylon ist schon bekannt in Sri Lanka und schon auch überall auf der Welt. Kokosnussspray geholt. Auch von Ceylon. Das riecht total gut und ist auch hundertprozentig, ihr Lieben. Wieder von Ceylon. Das ist so ein Duft, das kann man dann halt in den Garderobe tun, dass es dann halt die Garderobe halt auch gut düftet. Wieder von Ceylon, das ist ein Haartreatmentöl. Das habe ich auch allerdings, als ich in Spa war, im Hotel, dieses Öl auch auf die Haare bekommen. Also die Haare werden dadurch richtig schön weich, die Haare werden glänzend, die werden repariert. Das würde ich auch jedem wirklich empfehlen, das hier zu kaufen. Ich habe mir auch zwei Seifen geholt, auch wieder von Ceylon, einmal Jasmin und einmal Rose. So, ihr Lieben, das war's für heute. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat mit dem Reportage exklusiv von Sri Lanka. Demnächst werde ich euch andere Videos hochladen von Sri Lanka. So, ihr Lieben, ich hoffe, das Video von Sri Lanka hat euch gut gefallen. Falls euch das Video gefallen hat, freue ich mich auf einen Daumen nach oben. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, dann freue ich mich sehr, dass ihr mich abonniert. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst mit einer neuen Folge von mir. Ganz viele Grüße. Ciao, ciao. Bye, bye.